Ja, herzlich willkommen zur nächsten Kochrunde. Es gab so eine tolle Resonanz. Bevor ich mich überreden lasse, mache ich gleich das nächste Video. Heute mal mit zwei Gerichten zum Multi-Nudel-Koch-Event hier in den Sansofa Studios. Heute gibt es eine Nudel-Tackerpfanne mit angebratenen Zwiebeln, Oliven und dann noch ordentlich Käse drüber. Und zum anderen Nudeln mit Tomatensoße und ein wenig Sauerkraut angebraten, so richtig wintermäßig, obwohl wir Hochsommer haben hier. Und genau, Nudeln, Tomatensauce, Sauerkraut. Das Multi-Nudel-Event. Und nun viel Spaß, vielleicht möchte es ja die eine oder der andere noch nachkochen. So, nun kann es losgehen mit dem dualen Gericht. Zuerst braucht man erstmal Wasser für die Nudeln. Damit es ein bisschen schneller geht, hier drehen wir, machen wir das Sauerkraut rein. Das wird der Sauerkrauttopf. Und dafür nehmen wir ungefähr 4 die Tomatensoße einen kleinen Schuss Olivenöl. Da können wir schon mal das Salz reinmachen, eine Prise Salz. Zwiebel klein. Ja, wunderbar. Und jetzt kocht schon das Nudelwasser im Wasserkocher. Das macht das Sauerkraut. Oh, rausgeschwappt hier. Kommt nun ein bisschen Tomatensauce schon mal in der Vorbereitung. Das kommt hier rein. Ups. Ja, schon kocht das Nudelwasser. Das ist eine super Erfindung, habe ich von meiner Tochter geschenkt bekommen. Damit kocht das Nudelwasser garantiert nicht über. Nudelwasser Koch Stopp. Keine Ahnung von welcher Firma, also kann ich keine Werbung machen, das ist gut. Denn ich will ja keine Werbung machen hier. Da rühren wir mal ein bisschen um. Ich gebe mal noch ein paar Nudeln rein. Hier sieht man den Nichtüberkocher im Einsatz. Wunderbar, wie das klappt. Ich habe jetzt heruntergeschalten, kann nicht viel schief gehen. Hier kommt das Sauerkraut rein. Für Sauerkraut nehmen wir den Herzlöffel. Und einen durchsichtigen Deckel, damit man auch immer sieht, was passiert hier. Besonders filmogen. Und hier die Tomatensoße, das macht Tomatensoße, da kommt jetzt ein bisschen, wo ist es denn? Die Tomatensoße kommt ein bisschen Gemüsebrühe. Ein kleiner Teelöffel, halber.
so ungefähr ein bisschen. Ich hoffe, mich killt nachher niemand, wenn er das sieht. Wir rühren das Ganze hier ein. Lassen es kurz aufkochen. Hinten, was macht der angebratene Zwiebeln? Da passiert noch nicht so viel. Ein bisschen klein verteilen hier. Und hier, das sieht ja schon mal gut aus, die Nudeln. Es köcheln sie vor sich hin. Wunderbar. Und hier, was macht das Sauerkraut? Dem können wir jetzt auch ein bisschen Gas geben hier. Ein bisschen Beschleuniger einschalten. Sauerkraut machen wir auch ein ganz klein wenig von der Gemüsebrühe. Steht es drauf hier auf Gemüsebrühe. Ein ganz klein wenig, nur einen kleinen Hauch. Und ansonsten etwas Pfeffer. Pfeffer natürlich. Und hier machen wir auch gleich ein bisschen Pfeffer drüber. Kommt ja gar nichts mehr raus hier. Ha. Na gut, nehmen wir den anderen Pfeffer. Wir haben noch Pfeffer. Nehmen wir den hier. Pfeffer. Sauerkraut ein bisschen umwälzen. Schön frisch, nicht zu viel, weil so ganz arg cremig mag es mein Sohn nicht. Ja. Und dann hier eine Nudel. Ja, braucht noch 2 Minuten. Geschätzt. Tomatensoße ist soweit fertig, da kann man einen Deckel drauf machen. Drehen wir ganz ab die Tomatensoße. Gut, Wasser kocht noch. Sauerkraut, wunderbar. Brodelt und dampft sehr. 2 Essen in einem Kochvorgang. Das ist der Doppelimpact. Weil meistens mögen die Leute ja in der Familie ganz unterschiedlich, haben alle ganz unterschiedliche Geschmäcker. Und dann ist es für Mann im Homeoffice immer eine schwierige Aufgabe, alle unter einen Hut zu bringen, mich selber und den Sohn. Also muss man das immer irgendwie hier sieht schon ganz gut aus, da kann man mal ganz abschalten. Erstmal machen wir noch eine Prise Salz drüber für die Gelegenheit. So, und als Käse kommt einfach ein Streukäse drüber. Heute mal Mozzarella, könnt ihr, normalerweise ist Bergkäse der richtige, aber die Sachen auch nicht verkommen lassen, also Mozzarella. Der milde, den machen wir dann wieder unmild. So, das ist fertig. Oh, heiß. Mal runtergedreht. Was machen die Nudeln? Dann machen wir mal die Nudeln nochmal raus. Nudeltest.
Nom, nom. Fast fertig. Zwiebeln ein bisschen reinigen, falls meine Nudel daneben geht. Nudeln sind fertig. So, das ist meine Diätpfanne. Das, wenn die voll ist, ist es gerade meine Portion. Mit dieser Nudel-Tackerpfannen-Diät habe ich schon 4 Kilo jetzt in dieser Corona-Zeit im Homeoffice abgenommen. 4 Kilo. So, da haben sie noch ein paar Nudeln versteckt hier. Und noch einer, ich glaube, jetzt ist gut. Der Rest ist für die Nudel, haben für die Tomatensoßenfraktion. Kommt sie mal auf den Tisch. Die legendäre Tackerpfanne mit Zwiebeln, Oliven, Nudeln und Käse drüber. Und wieder die berühmte Prise Salz drüber, aus dem Keller geholt, noch Tomatenmark, ein bisschen drüber, ich bemerke die Herzform, ordentlich Käse drauf. Und nur noch weiteren Käse, dass wir den einen unterjubeln, genau. Unterheben des Käses. Hälfte aus der Pfanne gefallen. Und jetzt kommt noch der andere Käse dazu. Fast ein Käsefondue mit Nudeln. So. Ja. Sauerkraut ist fertig, nochmal runterdrehen. Noch mal ein bisschen Pfeffer drüber. Noch mal mit ordentlichem Käse überbacken hier. Und übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. Auf www.bod kann man das bestellen, Brasilien-Zeitreise. Da wurden auch mal Nudeln im Hotel gekocht. Und nun muss man nur zu Tisch rufen und kann sich dem Essen hingeben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht und es ist nachkochbar, nicht so schwierig. Zwei Essen gleichzeitig.